So, nun kommen wir mal zu dem Video PlayStation ins Auto einbauen. So, ich mache das, wie gesagt, mit meiner PlayStation und zum anderen mit meiner Rückfahrkamera. Zuallererst mal mein Vorwort. Macht es, wenn ihr es selber macht, wirklich fachmännisch und verwendet Sicherung, wo ihr Sicherung verwendet müsst. Nehmt keine Listerklemmen. Macht es richtig professionell mit Lötkolben oder maximal noch vielleicht mit Stromabgreifern. Und noch dazu muss ich sagen, ich hatte eigentlich das Video schon fast mehr oder weniger komplett fertig, bis meine SSD-Festplatte im Computer verreckt ist. Das heißt, das sind 15 Minuten fertiges Videomaterial verschwunden und zerstört. Und deswegen bin ich schon etwas weiter und hatte jetzt noch nicht mal die Möglichkeit, die ganzen Sachen, sprich die ganzen Vorbereitungen mit aufzunehmen. So, gut, erstmal so viel dazu. Dann kommen wir mal wirklich zu der ganzen großen Thematik. Was wir logischerweise dafür brauchen, ist ein TFT-Radio, was uns halt auch die Möglichkeit bietet, mit einem Video in reinzugehen. In dem Fall ist jetzt hier die Kamera, was aber auch gleichzeitig mein Problem ist. Eben wenn ich nur einen Videoeingang habe und habe aber zwei Videosignale, zum einen von der PlayStation, zum anderen von der Rückfahrkamera, musste ich mir was überlegen, okay, wie machst du das? Kam ich eigentlich nach kurzem Überlegen drauf, gut, dann nimmst du einfach ein Cinch-Kabel und trennst halt auf der einen Seite das Change-Kabel auf, verbindest die Masse miteinander, weil das ja im Endeffekt dann so gesehen relativ egal ist, wenn die zwei Geräte, sprich die PlayStation und die Rückfahrkamera, zusammengeführt werden. Und habe dann einfach das Signal geschalten, beziehungsweise mir das Signal erstmal auch, also die zwei Signale, auf Kabel verlängert und geht dann schlussendlich über einen VIP-Schalter, damit die Möglichkeit gibt, entweder auf eine Nullstellung zu gehen oder das jeweilige Signal auszuwählen, weiter und geht dann quasi mit dem eigentlichen Kabel wieder zurück auf ja, den quasi nur ein oder so gesehen zusammengeführt auf ein Change-Kabel und geht dann damit ins Radio rein. Klingt komplizierter als es eigentlich ist, aber nun gut. Wird vielleicht später noch ein bisschen klarer. Ja, was wir dann noch weiter logischerweise brauchen für die PlayStation an sich, ist erstmal die Stromversorgung, weil wir können jetzt hier kein Netzteil für den Hausgebrauch nehmen und müssen irgendwie die Spannung herführen. Dafür hatte ich damals von meinem alten Projekt noch, das ist, denke ich mal, auch relativ wichtig, vielleicht werde ich es auch mal verlinken, dieses Vivanco CAU 2000. Was ein Netzteil ist, was uns die Möglichkeit bietet, die Spannung selber einzustellen, auf welche Ausgangsspannung wir rauskommen wollen. Weil, wenn ihr jetzt also nach sowas bei eBay sucht oder selbst in Konrad, ist es relativ schwer, werdet ihr nur Sachen finden, die Spannung zu regeln von 12 bis 24 Volt. Weil das eigentlich eher typisch ist für Laptops etc. Und so eine Thematik wie PlayStation einbauen ins Auto eigentlich nicht mehr gang gäbe ist, deswegen findet man auch da nicht mehr wirklich allzu viel zu. Ja, so, wie gesagt, das Netzteil, da war normalerweise vorne dran Zigarettenanzünder, was ich eigentlich auch alles schon in dem alten Video damals gezeigt hatte, wie ich das den ordentlich zerlege. Und gehe jetzt ebenfalls nochmal quasi mit Plus und Minus von dem Netzteil auf diesen VIP-Schalter. Ja, und die Masse, wie gesagt, gehe ich Junge vom Netzteil auf den VIP-Schalter und habe mir dann noch ein zweites Kabel angebaut, womit ich dann schlussendlich im eingebauten Zustand auf die Masse gehen werde vom Autoradio. Einerseits aus Bequemlichkeiten, andererseits einfach, um die Masse nicht so weit fortzuführen, dass sie noch irgendwelche Störfaktoren kriegen kann. Und ja, so viel dann erstmal zu der Einheit. Was ich mir hierbei gedacht habe, oder beziehungsweise gebaut habe, ist, vielleicht kennst du ein oder andere, das ist ein typisches VW-Audi-Fach, was man in der Mittelkonsole liegen hat, wenn man nicht die nötigen anderen Sachen bestellt hatte, wie Sitzheizung etc. Dann seid ihr so ein blödes Fach reingeknallt, was aber, naja, gut, normalerweise ist das ganze Ding so lang, aber du kriegst nicht mal eine Sonnenbrille rein. Eigentlich zweckmäßig komplett dumm. Ja, dann habe ich gedacht, gut, dann ist das eigentlich ein perfekter Platz, um mal hier so eine kleine Schalteinheit, eine Regeleinheit reinzubauen. Habe mir das Teil quasi
Ja, zurechtgesägt, haben wir dann ein gescheites Blech besorgt, gebogen, die jetzt drei Ausschnitte gemacht für die zwei Wippschalter und für, jetzt werdet ihr euch sicher schon die ganze Zeit fragen, was es ist. Das ist so ein Regelpotty von der Ground Zero. Und das habe ich gleich mit reingeklimpert, weil es gibt Schöneres, als wenn ich dann einfach nur das kleine Fach aufmache und habe dann die drei Sachen zum Zuschalten. Und ja, wie gesagt, dann kommt nämlich das Netzteil, die ganze Schalteinheit oder nennt es wie ihr wollt, in die Mittelkonsole. Ist dann nicht unweit vom Radio, was wie gesagt etwas komfortabler macht wegen Anschließen und wegen der Signalqualität. Und dann werde ich mir später von der Mittelkonsole die nötigen Kabel rüberlegen, sprich das Kabel vom Netzteil, wenn ich die PlayStation ins Handschuhfach legen werde. Und dann werde ich halt noch, weiß nicht, ob man es hier sieht, das ist nochmal extra in ja, Signalkabel für die PlayStation, wo man normal entweder aufs Guard gehen kann oder halt mit dem RGB-Change-Kabeln arbeiten kann. Was ich dann eben auch nutze als Signal, logischerweise. Ja, so viel erstmal dazu. Wie gesagt, sehr schade drum, dass ich das ganze Videomaterial verloren habe. Ich habe nochmal so ein paar Tipps gegeben, wie ich das hier alles fabriziert habe. Und ja, habe hier übrigens auch mit Sachen noch gearbeitet, die ihr aus anderen Videos kennt, nämlich mit Plastidip Schwarz, weil ich das halt absolut geil finde, wenn du im Fahrzeuginneren Sachen hast, die quasi diesen Soft Touch ja, imitieren. Ne? Also wie diese Soft Touch Lackierung halt immer im Fahrzeuginneren sind. Und wenn es nicht irgendein Buntlack ist mit Klarlack drauf, finde ich irgendwie, sieht einfach kacke aus. Ja, soviel erstmal dazu. Wie gesagt, haben wir jetzt erstmal hier geklärt, was wir eigentlich alles dazu brauchen. PlayStation, Netzteil, eine Möglichkeit, das Ganze zu schalten. Und wie ich das dann quasi weitergeführt habe ans Radio. Und ich denke mal, die restlichen Unklarheiten werden wir dann beim Einbau spätestens nochmal klären. Was ich jetzt nochmal machen werde, als nächsten Zwischenschritt ist, dass ich jetzt mal komplett meine ganze Schaltung überprüfe und kontrolliere und austeste. Und dann noch die restlichen Kabelgedöns noch mit hier einbringen. Und dann schlussendlich, wenn das alles so passt, werde ich sie mir ordentlich drinnen ja, arretieren, fixieren, bumsieren, wie auch immer. Und jo, ich denke mal nochmal kurz vorweg, wenn der eine oder andere eine Frage dazu hat oder ja, irgendwo eine Frage offen gelassen ist, dann klatscht sie in die Kommentare rein. Ich bin jetzt eigentlich wieder recht aktiv auf YouTube. Und dann werden wir das dann da klären. So, nochmal ganz kurz dazu. Zu der PlayStation und zu dem Audiobox-Radio würde ich zusätzlich endlich mal wieder meinen Kicker in Gang bringen. Wieder angetrieben von meiner Ground Zero GZA 2350X. Und was Neues für dieses Video. Und eventuell in weiteren werden wir noch von www.hifi-lager.de unterstützt. Und auf der Suche nach einem guten Kabel bin ich dort an die Adresse geraten. Was ich jetzt gefunden habe, ist von Hama, noch von einer alten Serie, von der älteren Serie, ein M-Kit mit 35 Quadrat. Ja, wie wir es halt immer kennen. Haben wir ein 5 Meter langes Kabel drin, dann nochmal 1 Meter langes für die Masse, einen Sicherungshalter mit einer 80 Ampere Sicherung, mal gucken, wie lange der hält, weil erfahrungsgemäß knacke ich den, wenn ich die Ground Zero richtig auslaste, definitiv. Und ja, dann haben wir halt noch zwei Gabel-Endader-Hülsen und nochmal vier Ring-Endader-Hülsen, dazu ein 5 Meter langes Cinch-Kabel und 10 Kabelbinder. So, warum ich jetzt nochmal darauf verweisen will, oder warum ich mich auf die Suche gemacht habe, mit jemandem, der mit uns da kooperieren möchte. Es ist immer schwerer mittlerweile wirklich ein gutes, anständiges Kabel zu bekommen. Liegt einfach daran, umso weniger Kupfer ich in das Kabel reinpacke, umso mehr verdiene ich. Und umso mehr wurde schon viel Schindluder getrieben, dass man wirklich teilweise wirklich bis zu 50%
Alu-Litzen drin hat. Sieht man im Querschnitt als solches nicht wirklich. Deswegen werde ich jetzt im nächsten Atemzug mal das Set öffnen, ein Stück von dem Kabel abschneiden und dann werden wir einfach mal das Kabel auftrennen, um zu schauen, wie rein das Kupfer ist. Und ja, augenscheinlich kann man das dann schon ein bisschen erahnen. So, ich hoffe, man kann es schon so halbwegs erkennen. Also unter natürlichem Licht sieht man, dass es wirklich nicht so hell silber schimmert. Also ich würde jetzt wirklich davon ausgehen, dass überwiegend, also wirklich zum überwiegendsten Anteil nur Kupfer in den Kabel drin ist. Überzeugt mich aber auch nur deswegen oder unter anderem, weil die restlichen Komponenten wirklich nicht verkehrt sind. Statt einer Glassicherung kriegt man hier einen Sicherungshalter für eine ANL-Sicherung. Hat den Vorteil, zum einen sehen wir wirklich besser, ob die Sicherung kaputt ist. Und ich habe es auch wirklich schon öfters gehabt, dass die Glassicherung auch wirklich im Halter brechen können. Zudem ist irgendwo bei einer Glassicherung, glaube ich, bei 100 Ampere Sicherung Schluss. Wo wir hier wirklich den Vorteil haben, wenn wir in Zubehör noch reingucken, kann man mit so einer ANL-Sicherung weitaus drüber gehen. Geht natürlich auch nur, wenn wir ein relativ hochwertiges Kabel haben. Was mich zudem bei dem Set auch noch wirklich begeistert ist, wir kriegen hier schon die Kabel vorgepresst. Es ist nicht selbstverständlich. Und wenn ihr das hier seht, so kriegt man es definitiv selber nicht mit der Wasserpumpenzange hin. Da kann man wirklich davon ausgehen, dass es hält und funktioniert. Und deswegen haben wir dann noch hier die zwei einzeln. Nämlich, wenn wir das dann alles auf Maß gebracht haben, dann steht uns ja noch quasi bevor, einmal von der Batterie auf den Sicherungshalter wegzugehen. Eben einmal mit dieser Rundader-Endhülse. Dann gehen wir ja auch so wieder weg und hätten jetzt zudem noch die Möglichkeit, mit der weiteren zum Beispiel auf den Power Cap zu gehen, so wie ich es wahrscheinlich ebenfalls machen werde. Wenn wir nicht auf den Power Cap gehen, sondern normal auf die Endstufe, werdet ihr eigentlich immer überwiegend diese Teile, diese Gabelendschuhe brauchen. Und wer sich fragt, was das hier oder was es damit auf sich hat, können wir einfach mal wirklich am Objekt zeigen. Für Leute, die so eine Endstufe haben, wo die Kabel einfach noch reingepresst werden. Sieht jetzt hier ein bisschen bei der Ground Zero unterdimensioniert aus. Hier ist es auch leider nicht möglich, das noch mit reinzubringen. Aber prinzipiell ist das dann halt wirklich dafür gedacht, dass es nochmal aufs Kabel dazukommt und nochmal das Kabel wirklich ja, im Anschluss halten soll. Ja. Zu der Ground Zero nochmal an sich. Normalerweise ist von Ground Zero, glaube ich, nur ein 25 Quadrat vorgegeben. Aber wer sich wirklich in den Foren beliest, damit man nicht dieses Lichtflackern hat, sollte man wirklich eigentlich schon mit 50 Quadrat rangehen. Aber dadurch jetzt wirklich noch eine Zusatzbatterie eventuell mal später einbauen wird oder einen Kondensator, ist eigentlich das 35 Quadrat Kabel komplett ausreichend. Ja, wie gesagt, das ist ein schönes Kabel für 35 Euro inklusive Versandkosten bei eBay dann auch zu haben. Da heißt der liebe Mensch aber nicht www.hifi-lager.de, sondern Lautsprechershop. Werde ich natürlich nochmal in der Beschreibung mit verlinken. Wie gesagt, bei den Kabelsets, da kann man sich wirklich lumpen lassen. Aber mit den 35 Euro hier ist wirklich jeder Cent gut angelegt. Kleine Korrektur nochmal, einen kleinen Denkfehler habe ich gehabt. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, wie gesagt, hier wird man von der Batterie kommen. Mit dem Ringkabelschuh auf den Stuhl drauf. Also quasi hier nach ca. 20 bis 30 cm. Mit den restlichen Kabeln nochmal mit dem Ringkabelschuh weitergehend. Und dann theoretisch entweder so oder so weitergehend. Also für den Kondensator braucht man definitiv nochmal Zusatzmaterial. So, wenn ihr eure Kumpels fragt oder so, irgendjemand hat immer bestimmt einen Kondensator noch rumliegen. Und weil der jetzt abartig aussieht von Design, kriegt er jetzt noch ein bisschen schwarze Folie.
Und ja, mal gucken, vielleicht noch ein Audi-Schriftzug drauf oder irgendwas, aber Hauptsache nicht jetzt hier so diesen Müllschriftzug. So wird das Ganze dann eingebaut im Fahrzeug aussehen. Ganz kurz hier dazu zu der Platte. Die kommt in die Reserveradmulde und da führt das Reserverad raus. Hat einfach den Hintergrund, dass ich jetzt hier nochmal die Endstufe in den Kondensator ordentlich festmachen kann, dass er nicht im Fahrzeugraum bzw. im Innenraum irgendwo an der Seite angeschlossen werden muss oder ganz und gar auf die Endstufe. Und wie ihr die Platte zum Beispiel selber schön und einfach erstellen könnt, indem ihr einen Karton oder irgendwas dergleichen nehmt, das grobe Maß erstmal zurecht schneidet, dann in die Reserveradmulde legt und so lange drum rumfahrt und euch das individualisiert, bis das ungefähr passt. Ich habe das jetzt zum Beispiel dann noch in etwa so gelöst. Hier habe ich mir das Loch etwas größer gestaltet, wo dann quasi der Stutzen drauf kommt, der normalerweise das Reserverad festhält. Und da werde ich dann quasi eine passende Schraube mit einer Unterlegscheibe zum Arretieren benutzen. Das Ganze wird und kann eigentlich auch nicht zu 100% halten, wenn man das so baut, wie ich das jetzt baue. Aber spätestens durch den Kabelstrang, den ich dann noch verlegen werde und ordentlich anklemmen werde, sollte es eigentlich in einem Unfallfalle, toi toi toi, aber das kann ja nun mal passieren, eigentlich ungefähr da sitzen bleiben, wo es sitzt. Ja? Also mir ist es immer persönlich wichtig, dass die ganzen Komponenten ordentlich gesichert sind, dass sie nicht rumfliegen können in der Luft. Und das gleiche gilt auch für einen Subwoofer. Auch wenn es relativ unschön ist, ja, irgendwie Bänder zu nehmen und das festzuzurren, aber die Sicherheit geht einfach vor, weil so ein Geschoss, ja, das muss man nicht unbedingt haben. Hier und hier unten habe ich jeweils vier solche kleinen Klötze gemacht. Geht im Endeffekt eigentlich nur darum, dass ich mir bei der Endstufe einmal den normalen Anschluss haben für die ganzen Stromkabel, Lautsprecherkabel etc. Aber dummerweise halt auf der anderen Seite mit einem Signal reingehen und jetzt hier bei der Endstufe noch einen Phasenregler dazu einbauen, muss ich irgendwo lang, um das Ganze halt logisch dezent zu halten und dann mehr oder weniger nur einen Kabelstrang zu bilden, werde ich dann mit dem Change-Kabel und mit dem Phasenkabel unterhalb der Endstufe lang gehen. Und zudem bin ich außerdem noch ein großer Freund davon, wenn man das so gestaltet, dass die Endstufe nicht komplett unten aufliegt und nochmal, ja, einfach nur wegen dem thermischen Faktor, dass man schon mal die Hitze eventuell nochmal am Mühe nach links und rechts weggehen kann. Ja, so viel erstmal dazu. So, jetzt nochmal ein kurzes Video vom Einbau. Wie ich jetzt wirklich feststellen musste, ist es bei Audiobox und bei deutschen Fahrzeugen wirklich genau andersrum. Wir müssen hier wirklich das rote und das gelbe Kabel tauschen. Insoweit hat eigentlich der Kabelbaum an und für sich wirklich gut reingepasst. So sieht das dann aus, was ich selber meinte. Und ja, wie gesagt, PlayStation ist so gesehen auf Dauer Plus mit einem Zwischenschalter gelegt. Und an und für sich passt die PlayStation auch gut rein. Sicherlich noch ein bisschen umändern, um das freundlicher zu gestalten. Ja, aber Hauptsache, das Radio macht, was es soll. So, wunderbar. Ja, den Trick habe ich euch mal ja nicht gezeigt, mit dem Bremsensignal auf Masse legen. Das ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, ist noch so vom vorherigen Besitzer. Wie gesagt, das habt ihr von mir nicht gesehen, weil laut der StVO müsst ihr wirklich das Handbremsensignal an die Handbremse legen, dass ihr wirklich nur im Stand Videosignal abrufen könnt. Also sprich, ja, alles, was von der DVD herkommt. So, Jungs, wie gesagt, die PlayStation und die Head Unit sind jetzt eingebaut. Das ist jetzt wirklich alles, was man von der PlayStation vorne sehen. Viel Platz bleibt ja nicht mehr bei einem alten A4 noch für zwei Controller. Eine Memory Card weiß ich nicht, ob die dort noch groß reinpasst, aber erstmal so viel zur Praxis.
Jo, wie ich es euch ganz am Anfang schon gezeigt habe, ist die Konsole jetzt hier drin. Sieht schön original aus. Ich habe jetzt hier meine Umschalter, beziehungsweise meinen Switch gebaut für das Videosignal, entweder von der PlayStation oder eben von der Rückfahrkamera. Das ist dann für meinen Subwoofer, beziehungsweise für die Endstufe. Und da ich ja die PlayStation, beziehungsweise das Netzteil zur PlayStation direkt auf die 12 Volt Dauerplusleitung von Radio gelegt habe, hatte ich ja noch diesen kleinen Kill-Switch hier dazu eingebaut. Ja, so, und jetzt kann ich endlich nach dieser ganzen Arbeit das noch etwas genießen. Bei der Head Unit ist es konkret so, bei diesem VME 9315 TS, dass der Kabelbaum so aufgegliedert ist, dass wir jetzt hier keinen Input haben für eine Audioquelle, außer für iPod etc. Aber für die PlayStation ist es jetzt nicht so leicht möglich. Man hätte jetzt noch eventuell von den Cinch-Kabel mit einem Klinke-Kabel, also mit einem Adapter, hier vorne auf den Input gehen können. Dann hätten wir jetzt auch noch das Audiosignal. Wie gesagt, normalerweise habt ihr das hinten im Kabelbaum drin, den Videoeingang und den Audioeingang in den meisten Fällen. Ja, stört mich aber persönlich nicht, weil mir ist eigentlich sogar ehrlich gesagt, wenn ich meine eigene Musik bestimmen kann, noch viel schöner. Und zum anderen geht es auch darum, wenn jemand fährt und der andere spielt jetzt in dem Moment, was man ja nicht machen darf laut StVO, aber gehen wir von dem Fall aus, wenn das noch jemand machen würde, würdest du jetzt wirklich nicht den Fahrer dabei noch erschrecken. Ja. So. Hey. Lang nicht mehr gespielt. Und ist auf jeden Fall wirklich eine lustige Sache. Also ich sag mal, man sollte es schon mit einem lachenden Auge auf jeden Fall machen. Ernsthaft sollte das bitte keiner mehr machen. Man sollte es wirklich nur machen, wenn man es da hat. Naja, oder wenn ihr halt Bock drauf habt. So, ihr seht, geht wirklich schön mit den Netzteilen etc. Funktioniert alles wunderbar. Okay, so viel dazu. Dann werden wir uns jetzt nochmal hinten im Kofferraum widmen und schauen, wie ich das da hinten noch eingebaut habe. Und dann hoffe ich, dass es eigentlich nicht so noch die vielen Fragen dazu gibt. Aber wenn es die geben sollte, dann schreibt bitte in den Kommentarbereich oder über meine Webseite. Da bin ich eigentlich am allerbesten greifbar, weil ich das direkt als E-Mail bekomme. Und jo, dann hoffe ich, euch hat das Video auch viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Video. So, das ist jetzt, wie gesagt, erstmal die vorläufige Stufe, wie es hier bei mir selber im Kofferraum aussieht, bei dem Auto. Irgendwann kommt ja nochmal eine passende Kofferraumablage bzw. Teppich rein. Aber darum soll es jetzt auch erstmal nicht gehen. So, dadurch ja das Reserverad hier bei uns wegfällt, habe ich mir gedacht, gut, dann machst du dir noch passend erstmal eine Platte zurecht, die ich dann eventuell nochmal, sollte sie rutschen, fixieren werde mit einer Schraube. Kann man alles machen. So, und so sieht das dann ja, wunderbar. Noch die ganzen Arbeitsspäne sind alle mit drin. Sekunde. So. So habe ich mir das dann gedacht. Wie gesagt, die Platte ist jetzt mit der Karosserie verbunden, indem ich die eine Schraube in die Hülse reingedreht habe, wo normalerweise die eigentliche Schraube sitzt. Und darauf habe ich dann den Rest angeschlossen. Hier sieht es jetzt noch ein bisschen wüst aus. Werde ich natürlich nochmal irgendwann bei Gelegenheit aufräumen. Und ja, wichtig ist hier wirklich, nimmt eine gescheite Masse. Ich bin jetzt hier auf das Fangschloss gegangen. Eine bessere Masse habt ihr nicht, die ihr schnellere Plan kriegen könnt. Und zur Belohnung kriegt ihr jetzt noch ein kleines bisschen Wooferborn. Und ja, dann lassen wir mal einen Kick auf 5 nochmal ein bisschen dancen. Also dann macht's gut. It's no, no. Can you be my